So, heute geht es um den perfekten Rum. Bei uns, Sebastian, oder was war der Titel? Perfekter Rum, der beste Rum. Wir waren lange, 15 Jahre lang auf der Suche nach einem perfekten Rum. Nee, also 15 Jahre beschäftigen wir uns mit Rum und für uns gab es so eine Definition von perfekten Rum und wir haben dann irgendwas tatsächlich entdeckt und wollten da ein eigenes Produkt daraus machen. Und so ist der Papagayo Rum letztendlich entstanden, der Papagayo 12 Jahre Soler der Dominikanischen Republik. Und da wollen wir heute ein bisschen die Geschichte dazu erzählen, wie wir darauf gestoßen sind, wie sich bei uns mit Rum alles entwickelt hat hier in Berlin. Und natürlich auch ganz wichtig eben, deswegen auch perfekter Rum. Wie schmeckt eigentlich so ein Rum? Oder ein Rum, der, ich sage jetzt mal, fast jedem schmeckt und auch dem Kenner natürlich schmeckt, dem Rum-Experten, was erwartet der? Wir beschäftigen uns ja auch viel mit Zigarren und das kann man auch ein bisschen auf das Thema Rum übertragen. Eine gute Zigarre ist eine sehr komplexe Zigarre, die viele Aromen mitbringt, die vielleicht die Aromen immer wieder ändert. Beim Rum ist es ähnlich. Ein Rum, der einfach nur süß und plump schmeckt, ist für uns kein guter Rum, sondern da muss einfach viel mehr passieren. Es müssen viele verschiedene Aromen auftreten. Am besten hat der eine süße, aber gleichzeitig eine frische. Das ist schon mal beim Rum relativ schwierig. Aber das haben wir bei diesem Papagayo dann tatsächlich entdeckt. Ich probiere den jetzt einfach mal und dann erzählen wir auch noch gleich, wie wir drauf gestoßen sind, wie sich der Rum, ja, wie wir den entwickelt haben. Es gibt zum Beispiel Rumsorten, da hält man die Nase rein und dann hat man erstmal nur einen Haufen Alkohol. Sowas Sprittiges, eine Schärfe, das sollte natürlich auch nicht der Fall sein. Das ist der erste Schluck Alkohol heute. Und trotzdem ein spektakuläres Erlebnis. Also weich, schöne Süße, aber nicht zu viel Süße. Interessante Aromatik. Toller, langer, weicher Abgang auch. Mit einer minimalen Schärfe. Was kann man da alles rausschmecken? Also ein bisschen, auf jeden Fall was Karamelliges. Kakao. Ein bisschen Gewürze. Und er hat auch so eine schöne, leichte Zitrusfrische mit dabei. Also deswegen sagen wir ein perfekter Rum, der übrigens auch super zur Zigarre passt. Und jetzt, ja, wie sind wir drauf gestoßen? Wir haben über die letzten Jahre immer wieder neue Sachen probiert, natürlich auch viele Marken kennengelernt. Und irgendwann diesen Rum hier aus der Dominikanischen Republik getestet und gesagt, Mensch, daraus müssen wir was Eigenes machen. Dann hast du, Martin, ein tolles Etikett entwickelt. Wir hatten verschiedene Geschichten oder Dinge zur Auswahl. Was verbindet man eben mit der Dominikanischen Republik oder mit einem Rum? Ja, irgendwas Exotisches. Und diese Exotik sieht man hier in dem Fall mit dem Papagei, mit exotischen Blumen, Blättern. Und das spiegelt das Karibik-Flair hier in der Dominikanischen Republik ganz gut wider. Abgefüllt mit 40%, das heißt ein wunderbarer Rum auch für Einsteiger, nicht nur geschmacklich, sondern auch von der Stärke. Aber trotzdem, jeder Kenner wird sich über so einen Rum auch freuen. Tja, deswegen unser perfekter Rum, der Papagayo, 12 Jahre Soler aus der Dominikanischen Republik. Ja, wundervoll. Dann jetzt noch weiterhin viel Spaß beim Trinken. Wir probieren gleich noch mit Zigarren.